Nice. Huch, es hängt. Jetzt nicht mehr. Gut. Schlecht bekommen. Der Hardcore-Musik. Wie es sich gehört. Ja. Ist eigentlich komisch, dass die Musik wirklich nur einen Nadelbildschirm gibt, sonst im normalen Spiel kaum. Gemeindezentrum, 9:30. Autoparken einfach mitten auf der Straße. Irgendjemand hier. Ja. Ja. Alte Frau. Und das war's. Komm. Nein, die ist noch da. Naja. Einen Freunden kann man sich mit denen ja mal. Dir fehlt noch eine Person, oder? Ja, aber ich... Deine Arbeitskollegin hast du ja quasi sitzen lassen. Ich kann mich gar nicht anklicken hier. Naja, dann nicht. Auf Insel fahren? Ja, nein. Ding mit Regina anfreunden, das ist schon mal eine gute Idee. Was war das? Was? Für eine Menge an Punkten? Okay. 4000, jo. Ja, Regina, denke ich mal, ne? Ja. Was? 15.000! 6.000 Einfluss, holy shit. Einbrecher, nein. Okay, was hat Markus für Ziele? Sandwich. Auf Couch spielen, ja, super. Sandwiches essen, mein Lebensziel für heute. Markus kann mit der sprechen und Konz kann mal mit der anderen sprechen. Wo ist sie? Da ist sie. Was du machst, ist mir relativ egal. Du willst wahrscheinlich schlecht laufen? Doch nicht? Sitzen, okay. Was denn du? Englisch laufen. Offenbar. Moment, dem sein Wunsch ist doch Kamin anzünden. Wir haben Kamin im Gemeindezentrum. Stimmt, ja. Bams. Und weg mit den Schlittschuhen. Und da kann er auch spielen. Und weg mit den Schlittschuhen. Nö. Machen die selber weg. Mach das weg, mach das weg, mach das weg. Blue, der Rabatt. Hi. Hi. Aber, was haben wir denn da, Bosella? Das ist der Weg. Trank kaufen? Was? Unterspielen. Trank kaufen. Selleb. Oh. Und zwei Kuss. Was? Auch eine Hexe. Geil, fast so. Der hat nichts dran. Wir können Trank kaufen, warum nicht? Oder... Aber eigentlich glaube ich nicht, dass wir einen Trank brauchen, der Pflanzen verwelken lässt. Ich kann nicht wissen, verbessere die Beziehung oder so. Du meinst? Wir sind erstmal beschäftigt. Was läuft bei euch hier? Ich wollte es gar nicht wissen, okay. Ich Kissenschlacht. Hartes Klavier hier. Wie es sich gehört. Hey,
Trinkgeld rappen. Ja, das ist mal rappen jetzt einfach. Vielleicht kriegt der Trinkgeld von mir. Rappen. Und hat schon Trinkgeld bekommen. Das passt absolut nicht zum Klaviertönen. Etwas Neues davon, das ist Klavier-Rap. Minus 300, hast du davon 10 Stück gekauft, oder wie? Nein, 5. Okay. Was nennt ihr die? Hey, Bub. Ich glaube, ich mir gefällt die Rap anscheinend. Ich bin jetzt nicht so der Hipste, glaube ich. Ich glaube nicht, nein. Oh, Max aber auch nicht. Der hampelt ziemlich. Aber ich meine, er hat von den Trinkgeld bekommen, also eigentlich. Ja. Wahrscheinlich will er mehr Trinkgeld. Einfach gelegen, Zuschauer. Bleibt in der Familie, wir können es ihm auch da 100 reinschmeißen. Doch, doch, das kriegt er wieder zurück, wenn er auf das Geld auch sammelt. Tada! Hey. Nice! Was will er jetzt machen? Weich spielen. Mit dir kann man es doch machen. Oh, Blim. Blim. Was ist gerade? Irgendwie Hyper-Bingo? Wo kam diese Frau jetzt her? Von der Straße wahrscheinlich. Vor allem Frau. Das ist kein... Ich meine, zugegebenermaßen, er sieht recht feminin aus. Ja, doch. Wo kommt diese Frau jetzt her? Hans-Peter. Neumann. Den Neumann haben wir schon kennengelernt. Ja. Hotdogs essen, wo? Wir haben nicht am Grill, der da hinten steht. Möglich. Oder auf der Platte, die da unten rumsteht. Oh, seltsam. Palette. Ah, Dolewe. Dolewe. Ja, da hinten stehen Würstchen. Offenbar. Ich will auch was essen anscheinend. Jo. Er hat wenigstens freundlich und serviert mir auch was oder nicht? Wahrscheinlich, wenn du nicht aufgestanden wärst. Aus welchem noch immer. Und setz dich halt dahin. Ich klar, ich meine, Kerl, den Teller. Das soll man jetzt auch mal verstehen, vor dir steht doch ein Teller. Egal. Wenn die Frau sich für einen Mann ausgibt, soll die auch kein Hotdog essen. 1000 Punkte fürs Hotdog-Essen, yay! Beide waren schon, ja. Kannst du in der Gegend rumküssen? Nein. Was will gleich noch alles? Achso, nichts, was man jetzt tun kann, okay. Bitte? Was will Markus noch so tun? Kann man irgendwas davon jetzt machen? Mega verdienen. Und Trinkgeld mit... Geld was? Mit Musik verdienen. Aufräumen.
Doch nicht, reden schweigen mit. Komisch. Was soll's denn? Nee, hier kann man nichts aufbleiben, glaube ich. Ja doch, den Teller. Na egal. Wo steckst du? Da. Vexi, oui, so. Ach ja, so eigentlich sehr entspannt momentan. Was ist jetzt? Glaube ich, unterhalte mich mit dir, warum dass ich so glaube ich stark bin. Stark, er kann sogar Tennis spielen. Oh, das kann ich garantiert. Nein, ich dachte Stark wie ein Sumo also. Ja, meine Stärke steigt höher. So rund wie ein Ball. Auch Fußball spielen, doch, doch, doch. Ich kann Fußball spielen, Tennis spielen. Tennis, ja, Tennis ist lustig. Du kannst auch Tennis eigen spielen. Musst nur richtig halten. Ja, damit schlage ich den Ball bis zum Mond. Mond, ja. Wusstest du, dass der Mond auch die Zukunft vorhersagen kann? Kann er das? Der Mond? Echt jetzt? Geil. Bist du nicht so gut im Improvisieren? Ja, der Mond. Vom Mond kommen Wunderlampen. Richtig flüssig von dir gerade. Echt? Wunderlampen kommen vom Mond? Geige auch? Oder nicht? Könnte sein. Ja, möglich. Akkus? Macht irgendwas. Schokolade trinken, okay. Die Spülmaschine, Luxus. Im Gemeindezentrum, jo. Dafür haben sie hier keine Dusche. Ich meine, er könnte nochmal kurz irgendwie unwrappen und sich Trinkgeld geben lassen, hätte wahrscheinlich auch den nächsten Punkt wieder. Nee, ihr wollt alle nach Hause. Fahr uns mal nach Hause, Markus. Gute Idee. Bestimmt. Erstens, das Auto wackelt wie verrückt und zweitens, keine Tür geht vernünftig zu. Naja. Und tschüss, Konstantin. Jo. Einfach wichtiger als du. Nun fahr. Ja. Er stirbt bei dem Versuch. Ja. Drive or die trying. Mhm. Ui, weiß. Jetzt nicht mehr. Dann wollen wir eigentlich noch. Eine Viertelstunde? Okay. Licht an, Licht aus. So, pennen. Dringend. Alle. Nein, Markus geht erstmal duschen. Draußen.
Ja, draußen. Nach Matras wegen seiner Pickel. Dann geht er duschen. Nein, danke nicht. Schlafen. So. Richtige Reihenfolge und so. Sonst geht auch direkt. Ben. Avanti. Hey, ich bin nach Hause gekommen. Holy fuck. Das war aber zu erwarten. Naja. Noch mal Glück gehabt. Mhm. Jetzt hoffentlich all die Nacht durchschlafen. Die wirren Träume haben. Ich fange an zu müffeln, das ist nicht gut. Ja, deine Hygiene war nicht so geil. Mhm. Und Konz musste auf Klo irgendwie. Jo. Genau. Ja, kann er ja jetzt. Stört ja keinen, dass es langsam anfängt zu miefen. Ach, deswegen geht die Umgebung runter. Hm, stört anscheinend doch jemanden. Ja, stimmt. Stört ich sogar alle. Darauf geachtet. Weil die Betten geben nicht gute Umgebung, deswegen. Mhm. Markus. Aufwachen erstmal an mich denken. Würfel ich auch wieder so, oder wie? Ja, drauf ich. Du legst halt. Was? Mir fühle ich auch wieder so, oder wie? Keine Ahnung, aber du lagst neben mir. Das war das erste, was ich gesehen habe. Ich hab doch eigentlich auf die Dusche da geklickt, nicht auf diese da. Vor allem, was bringt es mir, wenn ich Winterklappern anziehe und trotzdem dann hier draußen in der Dusche stehe? Ach, keine Ahnung. Ein Punkt der Sauberkeit und mit Aufsteigen. Ja. Ja. Wie stehst du mit mir gerade so? Gut, denke ich. Ja, soweit. Ja, muss hier morgens was essen gleich, aber... Meine Energie ist voll, ich könnte eigentlich aufstehen. Ja. Ein paar Cookies essen. Will ich jetzt alles machen? Also laufen, über Hobby reden, wir schwimmen gehen und immer noch mit Regina anfreunden. Ja. Na, bei Hobby reden wird ja leicht. Eben. Schnell verdientes Geld. Na, sauer machen. Ja, ist alles sauber, ja, das ist schön. Du gehörst auch zu denen, die nach jeder Sakrotan-Werbung erstmal das neue Produkt kaufen, ne? Erstmal was kaufen? Das neue Produkt aufhören. Ach so. Nach jeder Sakrotan-Werbung. Die jeder Keim ist sofort tödlich, Werbung. Mhm. Die in deinem eigenen Körper darfst auch keine Bakterien haben, Werbung. Na, tressé. Schüssumba. Falls man es nicht weiß, ein paar Bakterien im eigenen Körper sind ein Stück weit überlebenswichtig. Erzähl uns mehr darüber. Escherichia coli und so weiter. Naja, das ist halt so. Das Standard-Bakterium für so ziemlich jedes logische Experiment. E. coli. Hm, wieso eigentlich? Weil ja, die sind wichtig und so und. Die sind recht einfach erreichbar und recht zugänglich für so ziemlich alles. Na gut, stimmt. Oder wie
Wenn ein Biolehrer ist, zu sagen, ich gehe Kloni. Auch schön, ja. Lass ihn, Gabovary. Das ist richtig. Schlafanzug. Ganz anziehen, ganz ausziehen. Außenduschen sind bei uns einfach beliebter. Ja, irgendwie. Der Weg ist doch einfach kürzer. Haben, glaube ich, einen Block. Was? Winter? Ja. Mein ihm ist heiß. Wo sieht man das eigentlich? Das ist ein kleines Thermometer. Oh, ja. Ja, wahrscheinlich duscht er warm. Wirklich. Warm Duscher. Du kannst mal Markus mit deinem Hobby zulabern. Danach noch kurz meinen Körper und mein Passwende pflegen und dann bin ich bereit für die Arbeit. Yay! Jo. Kann wieder befördert werden. Da bin ich ein Polizist Rang 4. Mhm. Boah, da freue ich mich sogar noch irgendwie drauf. Ja. Ja, ich frage mich, wann ich jetzt erstmal eine vernünftige, also eine neue Klamotte kriege. Oh, Konstantin! Iris Lee. Ist draußen ja nicht so schlimm. Ja. Ah, er kann es eh gleich reparieren, er soll ja eh reparieren lernen. Ja, aber der muss halt zur Arbeit. Stimmt. Mit der Schrottkarre. Hey, warum nicht? Dann mach ich dich zu. Was du findest? Das ist Bauarbeiter. Das Outfit. Mhm. Wenigstens hängt's nicht so tief. Ja, hast du aber gar nicht E-Mail. Er hat gerade irgendwas geschafft, keine Ahnung. Du auch. Hab ich ja nicht geredet. Gut, nächstes. Bodyfahren, ja, kann man eigentlich machen nächstes Mal, wenn ich dran denke. Eben. Aber ich glaube, meine Fahrgemeinschaft auch im Neuen wieder, oder? Nee. Aber es ist nachmittags. Ah ja, Streifenpolizist. Stimmt. Nice. Aber 552. Ich bin momentan unser Einkommensmagnat. Ja. Ja gut, ich möglicherweise auch demnächst, wenn ich dann mal... Wenn du dann mal aufsteigst. Ja, doch. Wenn du dann mal sauber genug bist. Wegsauer. Auf zur Arbeit. Du kannst jetzt wandern gehen. Wieso das denn? Wahrscheinlich findest du es einfach so schön, dass du auf diesen Holztisch schaust. Ja, ein Heuchbiotop oder so. Naja, ich meine, das sieht wirklich nach Biotop aus hier. Was schöne Bakterienkulturen in verschiedenen Farben. Ah, wo der Leber? Leider nicht. Bego! Da ja. Ruft jemand für dich an. Hab's ja gleich. Wenn ich lese noch. Und du kannst aufsteigen. Ja, Logik kann ich schon umgehen. Ja, er ist versickert. Ich bin dir. Affine Tade, die Butter, die ich da. Mehr Papierkram? Joa, warum nicht? Ja, brauchen keinen Rasensprenger mehr, haben die Dusche, passt doch auch. Ja.
Freunde. Ja. Freunde. Mhm. Holy shit, wir sind gerade echt Freunde geworden. Ja. Spielst du eigentlich Tennis? Ja. Und Sumo. Wirkt zwar nicht so, aber klar doch. Sumo, ja. Sind ziemlich ballförmig. Deine Überleitungen sind grausam. Sumo und Ball ist dezent, unpraktisch, passend. Meine Worte sind grausam. Offenbar. Ja, können Sumo eigentlich auch Essen machen? Wenn überhaupt, was essen die dann? Was für Gewicht. Danke, dass du keinen Witz mit dem Sumo-Ringer und zwei Spieleiern gemacht hast. Das finde ich voll nett von dir. Ich sehe im Rückspiegel, dass wir Post kriegen. Rechnung. Rechnung. Zum Anbeißen. Oh. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Sicher? Nein! Wolken! Denk darüber nach. Wolken. Und Sonne. Was? Mädel? Kann ich dir meine Zeitung anbieten? Oh, Moment, ist die relativ. Hm? Passt schon. Wolken. Und Regen. Ja, Menschen nebeneinander. Menschen nebeneinander. Temperatur. Ärmer, weil. Menschen. Nein, drei Freunde brauchst du dafür. Drei Freunde. Oh, das ist aber ganz schön intelligent von dir. Ja, mit intelligenten Leuten kann man gut am Schreibtisch arbeiten. Echt Schreibtisch? Das ist voll der helle Einfall. Bright idea. Ja, aber dann ziehen Wolken auf. Wolken, echt? Ganz viele Wolken. Ja, Wolken, dann müssen wir reden halten. Nee, müssen wir nicht. Tschüss, geil. Ja, Spiegelei oder Eis essen. Eis essen klingt gut, aber Spiegelei. Ja, Spiegelei, dann kannst du aufsteigen. Fuck. Highspeed-Gespräche sind schon lustig. Hey, Markus hat wieder einen Schlüpfer mitgebracht. Wer ist diesmal wieder Gero? Nein. Melanie, okay. Irgendwer hat gerade gepfiffen. Weiß nicht, wer von uns beiden halt ein Zeckenbiss war. Was beängstigend. So. Stimmt denn die Harmonie? Chemie, nicht Harmonie. Das... Egal. Werden wir dann bald sehen. Eben. Lass dich mal anschauen, Melanie. Ewig mehr gesehen. Schöne Wand. Halbwegs. Ja, gerade so halbwegs. Ja, die Kleidung ist schwierig. Eben, die Schuhe vor allem. Mhm. Mit Melly mitmachen. Kriegen wir heute noch ein Date für Markus hin. Aus deinem Jahrgang hast du aber irgendwie keine Menschen hier reingebaut, ne? Doch. Glaub ich. Das hat mit dem Jahrgang zu tun, das sind einfach Leute, die auch hier auf dem Teamspeak sind. Ja, cool. Die Stimme passt noch so gar nicht. Hi, Polizeiauto. Hey, wir haben mittlerweile eine Polizeikarre. Ja. Das heißt, ich habe eine Beförderung gekriegt. So. Hast du auch, ja. In der Tat.
Ja, verlatere. Es sind in der Bollete. Saruba! Ja klar, ich bin der Streifenpolizist, das heißt, mich holt die Polizeistreife auch ab. Mhm. Oh, Stiftika! Schon cool irgendwie. Verbrecher, yay! Pagoda! Ich hab mich entschieden, wen ich spreche. Melanie, okay. Die gönnen sie getan. Echt? Yay! Gitter! Also so richtig auch mit Handschellen und so? Wie der Polizeiwagen vor der Haustür, der gerade wegfährt? Wer war das eigentlich? Ja, Polizei und so. Wir müssen erstmal gerichtet werden, bevor wir reinkommen. Ah ja, Gerichte, ja. Und Rotlicht, ne? Ja, genau. Okay. Was ich grad mache, aber... Hey. Ah, ich kitzel dich. Oh, keine Musik. Holy shit. Moment, Wall of Text. Er ist ein Maurer, ja! Plus 3000. Und es hat erkältet, ja! Acht bis 15 Uhr und mehr Geld, yay! Mhm. Ja, dann wird er wohl jetzt... Fennen gehen. Mit Helm. Hurra! Ah, okay. Mit dem Auto, komm, mit dem Auto fahre ich. Sorry, auch nicht. Oh, oh mein Gott, Geneva. Oh, alle Ästigkeit. Was hast du dir da eigentlich für einen Anruf gegeben? Standard, glaube ich. Morph! Ich glaube, mich haben mich gar nicht groß gekümmert. Ja, fällt auf. Snoop Liga! Melaki! Shafula Po! Lata! Hirakuna Po! Vlaku! Poloka Vala! Nun ist die Chemie. Mäßig. Na dann. Approved the job. Chumba! Ich will ja mal Freunde sein. Ein Floppy vorstellen. Shafoon! Tubla Bo! Kila la Rouge! So, Quana Bodaba! Gotta. Samosabo, Ilakado! Jetzt stehst du da so wie falsch, Geld. Also, eins ist klar: die Dusche wässert unseren Garten richtig gut da hinten. Ja, schau dir die Disteln an. Ja. Alter, er als Maurer sieht nur scheiße. Ja, noch ist er Betonmischer. Ja, ja, klar. Aber ja. Ja. Lassen wir das, danke. Ui, drehen. Das war sehr schön vorgerät. Hm? Oh, ein Zeitstempel. Ja, ja, man muss pünktlich sein. Ja, genau, Stechuhren. So was vom letztes Jahrhundert. Nur noch Bauarbeiter nutzen die. Bauarbeiter? Ist dein Kumpel hier nicht Bauarbeiter? Also dein Kumpel und so? Ja, aber der ist irgendwie so ein Gefühlskreisel. Und besteht aus vielen Bauklötzen. Die passen nicht zusammen. Da gibt's keinen Sinn. Muss man mal ganz genau untersuchen. Ah, das ergibt keinen Sinn. Immer noch nicht. Hast du eigentlich Mathe aufgepasst? Hast du? Ich hab Mathe LK, Junge. Voll toll. Wie ist mit Erdkunde? Erdkunde. Schwer zu sagen. Also Mathe hat mir Geometrie ganz toll gefallen. Ja, Geometrie, wie gesagt, Mathe LK. Ich liebe Mathe.
Das kann man auch viel Geld machen mit Mathe, hm? Oder man wandert ins Gefängnis. Mathe ist schon sehr kriminell. Bist du gerade von Politik auf kriminell gekommen? Ja. Okay. Leuchtet ein. Boah. Das Spiel, ey. Holy. Quatsch. Ganz entspannt sich, gut, soll er das machen. Oh, nein. Da kommen Herzchen. Bei einem Morgenspaziergang um 6:30 entdeckt Vego ein ziemlich gewöhnlich aussehendes Insekt. Zurück zu Hause stellt er jedoch fest, dass dieser Käfer sehr selten und in diesem Teil des Landes kaum anzutreffen ist. Soll Vego den gleichen Weg noch einmal zurücklaufen und versuchen, den Käfer wiederzufinden oder die Profikäferfährtenfinder alarmieren? Ich meine, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass ich... Du degradiert wirst. Wie in jeder Entscheidung. Kann nicht und Deck nicht verfinden und ist deshalb sehr niedergeschlagen. Was wäre für die Natur? Ja. Oh, schade. Das tut mir jetzt aber leid. Hella. Och. Oh nein. Snow dreht seine übliche Runde und geht dann auf einen Donut und einen Kaffee in seinen Laden um die Ecke. Diesmal will die Verkäuferin allerdings kein Geld für den Kaffee oder den Donut, was an sich schon ziemlich ungewöhnlich ist. Beim Verlassen des Geschäfts merkt Snow noch dazu ein verdächtig aussehendes Paar, das bei der Kühltruhe rumhängt. Irgendwas stimmt hier nicht. Snow vermutet, dass die beiden wahrscheinlich gerade das Geschäft ausrauben. Nach den Polizeiregeln müsste Snow die Zentrale informieren und Verstärkung anfordern. Allerdings steht Snow kurz vor seiner Beförderung. Wäre das nicht gleich ganz nützlich, die Situation selbst in die Hand zu nehmen? Alter, ist das scheiße. Am Ende ist das nämlich kein Raub. Persönlich wird trotzdem die Verstärkung anfordern wahrscheinlich, oder was meinst du? Blamiert man sich weniger mit, ja. Eben. Snow setzt einen Funkspruch ab und fordert Verstärkung an. Anschließend sichert er das Gebiet, beobachtet das Geschäft und wartet auf die Verstärkung. Als die Senti eintrifft, spult Snow eine lehrbuchreife Befreiungsaktion für Geiseln in Lebensmittelläden ab. Alles läuft glatt und Snow verdient einen Charisma-Punkt, weil er es ihm durch die Verhaftung der Liebe gelungen ist, seine Führungsqualität unter Beweis zu stellen. Nice. Damit habe ich die Beförderung, glaube ich, sicher. Langsam, langsam. Ja, vor allem, du brauchst auch noch mehr Charisma und so. Damit was? Damit die Mädels noch schneller für mich... Ja. ...für mich schwärmen? Will er vielleicht mal die Dusche reparieren? Nein, will er nicht. Will sie benutzen. Kann er sie danach bitte reparieren? Könnte er. Danach wieder pennen gehen. Ich muss noch wischen. Nein, nicht duschen, reparieren. Anderer Knopf. Und du, hör auf, alleine rumzuspielen. Mach irgendwas mit Melanie. Knutschen zum Beispiel, sie denkt gerade drüber nach. Mach doch. Versuch's doch einfach mal. Dann verknallt sind sie ja schon. Tschüss. Und die Verbindung ist abgebrochen. Ist sie tatsächlich. Ach, die Sitzung ist abgelaufen. Ja, keine Ahnung. Können wir schnell neu starten, oder? Nö, ist gut. Passt jetzt auch. Naja, passt nicht gut, aber... Ich wollte noch wissen, ob ich befördert werde. Wann kommst du denn wieder nach Hause? Um 8 zufällig? Nein, um 11. Das dauert noch eine Weile. Dann nicht. Okay, dann machen wir jetzt halt hier abrupterweise Schluss. Jo, ciao's. Jo.